Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. Servus zusammen und recht herzlich willkommen wieder und willkommen zurück zur Korn Ferry Tour auf EA Sports PGA Tour. Wir spielen die Korn Ferry Tour und zwar das sechste Event, die sechste Woche, die Canadian Championship. Und ihr seht es hier, wir sind ganz, ganz gut dabei, haben 5 Birdies gespielt und sind auch auf dem Leaderboard ganz vorne mit dabei. Wir spielen auch diesmal, so wie es aussieht, wieder mit um den Sieg. Allerdings nur eine Runde für dieses Turnier, deswegen ist das auch bereits die Final Round. Aber eben das komplette Paket. Alle 18 Loch werden wir spielen. Wir sind an der 10, das sind der Beginn der Back 9 und wir haben ein ziemlich langes Par 3 mit 213 Yards und deswegen auch ein Eisen 5 in der Hand. Die Fahne steckt natürlich, ich sag mal, finaltypisch ganz rechts auf der schwierigen Seite. Wir müssen hier jetzt wirklich nicht angreifen oder groß Risiko gehen, denn die 5 wird definitiv rennen. Auf der anderen Seite haben wir gegen Wind. Deswegen die 5 hoch angespielt, Mitte grün würde ich sagen, damit wir definitiv vom Wasser weg sind. Ja, man sieht es auch, dass da rechts die Fahne auch auf einem kleinen Plateau steckt. Also müssen wir schauen, dass wir dann da gut an den Stock herankommen. So, und das Ganze spielen wir hoch an, damit das 5er hoffentlich schnell zum Liegen kommt. Ich wünsche uns für die Back 9 ein schönes Spiel und ich glaube, das war dann doch ein bisschen viel, oder? Oh ja, da müssen wir pitchen. Ja, bleibt im Fringe, im First Cut bleibt er liegen. Certainly had enough power, just didn't have any touch. Oder wird es eher ein Chip? Nein, es wird ein Pitch. Okay, da geht es auf jeden Fall den Berg hoch. Drüber pitchen wollen wir definitiv nicht. Mit dem Texas Wedge. Ich überlege gerade, wollen wir mit dem Texas Wedge spielen? Ach, das bietet er uns gar nicht an, gell? Mit dem Flopshot. Aber wir haben da nicht so viel Luft, oder? Wie sieht denn das da aus? Ja, wir haben da nicht so viel Luft, aber wir müssten doch eigentlich... Ach, und hinten dran geht es runter. Oh. Aber der Flopshot müsste schnell zum Liegen kommen. Vielleicht ein kleines bisschen länger, nicht viel. Ein bisschen über rechts ist für etwas ist safe. Okay, 99 bis 100. Oh no. Okay, das war ein bisschen zu viel. Das war ein bisschen zu viel. Da wischt man sich erstmal die Hose ab oder den Mund. So, jetzt haben wir das Texas Wedge. Deutlich nach oben. Interessanterweise über rechts. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, das müsste doch eher nach links, nach rechts brechen. Aber es bricht nach links. Okay. Ist natürlich schwierig. Er sagt mir 100%. Er dürfte also keinen Geschwindigkeitsverlust haben. Wir schauen nochmal. Es geht schon ganz schön nach oben. 3 Inches aber eigentlich nur, zackt er an. Und Fall. Oh, da haben wir jetzt echt gekämpft um das Pärchen. Now to the 11th hole. It's a par 4, 417 yards. Frank, what's the key here? A nice little draw down that left side would be the ideal tee shot. The carry on the two little bunkers down the left side really isn't overly long, but that's the desired entry into this green. So, da haben wir tatsächlich ganz schön gekämpft, gleich zu Beginn der Back 9 hier an diesem Par 3. Jetzt hoffe ich, dass es wieder etwas geschmeidiger geht. Aber wir haben es, oder wir schauen mal ganz kurz, wir sehen sie auf der Scorekarte. Wo wir auf jeden Fall dann nochmal eine Birdie-Chance haben, ist an der 18 an dem Par 5. Da scoren wir, ihr seht es auch auf den Front 9, da haben wir gut gescored. Wir haben alle drei Par 5 gescored und Birdies gespielt. Deswegen... Ah, wir haben Gegenwind. Hier rechts geht es den Hügel runter. Also das heißt, wir bleiben eher auf der linken Seite
293, 431. Okay, dann haben wir noch ein Eisen 7, würde ich sagen. Ja, geht nach links rüber. Aber das passt trotzdem. Das Thema ist eher der Baum, der jetzt ein bisschen vor dem Grün steht. Aber das sollte eigentlich nicht das Problem darstellen. So. This has really been fun to watch. The evolution, the growth of an outstanding young player. And Noda now with a chance to win two in a row on the Korn Ferry Tour. What have you seen as you've watched the last couple of tournaments? Well, winning in consecutive weeks is about as common as seeing a $2 bill, which is you don't see it very often. And in this particular case, can the confidence garnered from that first win carry on to a second? Ja, der Wind drückt den ganz schön rüber. Und diesmal will ich nicht zu kurz sein, aber ich habe so die Bedenken mit dem 50er. Wir müssten eigentlich links vom Stock zum Liegen kommen. Das wäre eigentlich vernünftig, weil rechts rennt er uns weg. Aber links haben wir natürlich nicht so viel Platz und da sind wir ruckzuck im Bunker. Naja, gut, auf der anderen Seite können wir die Sache ja ein bisschen entspannt angehen. Wir müssen einfach nur, ich sag mal, unter die Top 5. Das wird uns jede Menge Punkte bringen. Also wir müssen hier jetzt nicht auf Teufel komm rauf, auf Sieg gehen. So, er startet Richtung Stock, aber komm, bleib. Ein bisschen Backspin. Ein bisschen, hatte ich gesagt, ein bisschen. Mit dem 50er so viel Spin drauf. Okay. Very good in the air. Just doesn't quite finish up that near to the flag, but still on the green. We turn to Notabagay the third for this look at birdie. Well, and he's had great conversion on putts like this. Even when he's not close to the hole, he's left himself with very makeable opportunities. So, hier geht's gleich nach links am Anfang. Da werden wir aber ziemlich durchbrechen. Oder durch den Break durchspielen, höchstwahrscheinlich. Das hatten wir vorhin schon mal. Auf den Front 9. Und dann haben wir da vorne das letzte Drittel bricht er nach rechts. Das heißt jetzt, sollen wir den jetzt gerade starten. Und das, was er dann nach rechts bricht, hoffen wir, dass er hier vorne gleich nach links bricht. Das ist wieder so die Frage. Ich bleibe ein bisschen eher links in der Hoffnung, dass er mehr nach rechts als nach links bricht. Wenn er wieder langsamer wird. So, und jetzt kommt rüber. Mitte Loch hätten wir anhalten sollen. Mitte Loch oder ein kleines bisschen langsamer. Okay. So that rushed in for par here at 11 and he'll stay at 500. So, haben wir mittlerweile minus 8 oder wo stehen wir jetzt? Was sage ich denn minus 8? Minus 5 sind wir immer noch. All right, on to the 12th hole, 442 yard par 4. What do you like about this hole, Frank? Just a nice par 4 that sort of bends to the player's right. A lot of people will just stand up here, grab the driver. I don't really think you have to do that, Rich. The hole's not overly long. Just something short or down that left side. You're only going to have a short iron in for your second shot. Ja, ein spannendes Grün, das sich nach hinten verjüngt. Und da steckt natürlich auch die Fahne drin. Wir haben Gegenwind. Wir haben den Gegenwind. Ja, da hauen wir einfach Mitte Fairway. Das passt schon. Da gibt es gar nicht viel zu überlegen. Ja, geht ein bisschen rechts, aber das stellt kein Problem dar. So, er springt ja auch nach links, das hilft. 308 Yards, obwohl wir Gegenwind hatten. Okay, nicht schlecht, Herr Specht. This is where club selection is so important. Second shot into that stiff breeze. Oh ja, da ist es ganz, ganz schön eng. So, die Fahne steckt da, wir haben Gegenwind und zwar gegen uns. Wir müssten also schauen, dass wir eigentlich rechts vom Stock zum Landen kommen. Da haben wir ein bisschen mehr Luft, ein bisschen mehr Platz. Okay. Ja, wenn er vorm Stock liegen bleibt, ist es ein Bergauf-Putt. Es ist sowieso generell ein Bergauf-Putt. Ja, ich denke, das passt so. So können wir das auf jeden Fall spielen. Das Pitching Wedge wird sowieso schnell liegen bleiben. Aber jetzt mal hier richtig durchgezogen. Ja, der ist wieder zu kurz, aber das ist nicht schlimm. Boah, nee. Boah,
warum spinnt denn der so? Yay! When in doubt, middle of the green will work just fine. Ja, schlechte Spin-Kontrolle haben wir. Ganz schlechte Spin-Kontrolle. Und so wie ich das sehe, jetzt wieder so ein Double Break. Ein Double Break. Das Ganze ist 7 Inches nach oben. Das heißt, wir werden 3 Kästchen hier anvisieren. Das Ganze bricht zuerst nach links und dann bricht es wieder nach rechts. Das heißt, wir machen gar nichts. Wir werden versuchen, das Ganze wieder einfach gerade hoch zu putten. Wie sagt man immer so schön, wenn du keine Ahnung hast, dann Mitte Loch, das passt dann schon. Not bad. But got it there. That's a pretty good effort. Not bad, my friend. Not bad. Okay. Ein bisschen. Okay, das passt. Und tap in. Yep. That one safely in. And it's a par here at 12. And he'll so remain right where he is. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja, immer noch. Geteilter Erster. This is a good hole right here. Par 3, 225 yards, 13th. Frank, what do you think? Well, it's called sulfur. I can't remember what element that is on a periodic table, but the hardest thing here is not to figure that out, but figure out what club you're going to use. Just a fraction downhill, just over 200 yards. It does narrow up when they start to tick the flag in the back, but there's a nice fat target there, sort of those first two-thirds of the green. So, wir sehen jetzt, dass, wie gesagt, Asher Palmer ist im Clubhaus mit der 66 und der Koreaner immer noch bei minus 5, aber an der 17. Aber jetzt sehe ich gerade, wir sind tatsächlich nicht der letzte Flight, sondern da war noch einer, was ist es, Australien? Das müsste Australien sein, oder? Oder ist das Neuseeland? Australien, naja, egal. Jet Low auf jeden Fall, der ist an der 8 und minus 4. Also selbst wenn wir dann im Clubhaus sind, kann uns noch jemand überholen. Das ist natürlich immer so ein bisschen der Nachteil, wenn man eben nicht im letzten Flight ist. Und dann kann man nämlich noch ein bisschen, ich sage mal, die Sache kontrollieren oder versuchen zu kontrollieren. Die Idee war einfach, der Kollege hier aus Südkorea wird jetzt an die 18 kommen und vermutlich dort noch ein Birdie spielen. Und solange wir natürlich hier vorne nicht wegrennen, vermutlich wird auch die KI nicht nachziehen. Also wenn ihr ungefähr versteht, was ich meine. Aber solange natürlich noch jemand hinter uns ist, kann die KI natürlich reagieren. Und wenn wir jetzt hier anfangen, Birdies zu spielen, eins nach dem anderen, dann bin ich fast der Meinung, dass der Kollege hier unten dann auch noch ein paar Birdies nachschiebt. Okay, ist aber insofern auch jetzt erstmal egal. Das Feld ist eng beisammen, das sehen wir. Also müssen wir uns konzentrieren an diesem 238 Yard langen Par 3. 238 Yard, deswegen hat er ja auch das Hybrid in der Hand. Oje, 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 my friend. Nein, 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 nein. Wir spielen das Eisen 4 mit Gegenwind hoch an. Naja, da ist so eine kleine Delle, ne, vor dem Grün. Ja, das ist natürlich klar. Also das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Fahnenposition wieder. Nee, den spielen wir schön hoch an, damit er nicht durchrennt. Den spielen wir hoch, schön hoch an, nicht hoch schön an. Obwohl, schön anspielen wollen wir ihn auch. So, das war ein bisschen viel. Oh ja, der wird durchrennen, oder? Ja, der rennt durch. Aber er bleibt zumindest im First Cut liegen. Yeah, just not enough spin on that, really. I mean, that almost like took that first bounce and just ricocheted forward. Oh ja, wir können das Texas Wedge. This par three. Aber da tue ich mich schwer. Und da machen wir die Hälfte. Denn er läuft zum Stock. Und das Ganze über links. Leicht über links. Ja, wir müssen gucken, dass wir oben bleiben. Weil sonst rollt er uns runter. Also lieber ein bisschen kürzer. Ja, das war nicht schlecht. Genau. It's all about getting it inside that 3-foot circle around the hole. That was a really nice shot. Genau, so sehe ich das nämlich auch. Hier nicht Gramen. Man hatte die Chance, der Ball liegt aber zum Tap-In und somit war das ein hervorragender Chip. Wenn wir den natürlich reinbekommen. Yep. Okay, safely in for par here at 13.
And he'll stay right where he is. So, jetzt müsste der Koreaner drin sein. Ja. Well, here we are at the 14th hole. It's par 4, 442 yards. You like this hole, Frank? I do, but if you were spraying it off the tee here, then there's all sorts of problems. Bunkers left, trees right. This is a fairway you must hit. So, hier sehen wir dieses Wahnsinnshotel. Im Hintergrund. Und Co-Leader, 5 Bahnen sind noch zu spielen. Wir schauen doch mal aufs Leaderboard. Ja, was ist passiert? Oh, der Koreaner hat tatsächlich an der 18 einen Schlag verloren. Oha, und auch der andere Kollege, okay. Okay. Ja. Also, wir haben hier noch alle Optionen, alle Möglichkeiten. Das heißt, wenn wir uns konzentrieren und ordentlich hier die Sache zu Ende spielen, haben wir tatsächlich noch die Möglichkeit, dieses Turnier zu gewinnen. Dazu müssen wir aber definitiv hier den Ball aufs Fairway bringen. Und das wird nicht ganz so einfach, weil wir Gegenwind haben. Aber der macht die richtige Kurve. Sehr schön. Wieder mal Mitte Fairway. Genau. Das passt hervorragend, hervorragend. Yeah, we've got 127 yards left to the hole today. Pin on the right hand side, so really looking for a fade in here if he can. So, vorhin hatten wir ja unheimlichen Spin drauf. Unheimlichen Backspin, aber dazu müssen wir definitiv auf dem Grün auch aufkommen. Der darf hier nicht rechts landen, sonst haben wir ein Problem. Deswegen eher so. Okay, sonst ist es relativ eben. Ah, der wird auf jeden Fall den Backspin, wenn er einen hat, auch gut annehmen. Denn es geht bergab und dann haben wir natürlich, wird das Backspin nochmal ein bisschen verstärkt. Also probieren wir es jetzt einfach mal so hinten rein. Genau, und dann schauen wir mal, was passiert mit dem 50er. Ah, wieder ein bisschen zu wenig durchgezogen. Er geht zwar auf dem Stock, aber der wird jetzt spinnen. Ja, das war klar, der spinnt runter. Oh man, it looked good initially, but rolled off the green and back into the fairway. That stings. So, 8. 4 Level, das Ganze bricht nach links. Komm jetzt mal rein. Ah, wieder nicht. Schade. Aber unser kurzer Spiel ist wirklich sehr, sehr zuverlässig zurzeit. Hard to do much better than that. It was nearly perfect. Genau. Genau. So sehe ich das auch. Nearly perfect. No issues there. It is a par here at 14. Ja, ist schon ein bisschen enttäuscht. Right where he is. War einfach im Flug zu kurz. Now to the 15th tee, and Frank, this looks like a fun shot to hit. It won't play its full yardage because of that elevated tee, but a good crank, a good one out here, we might see one of those 350, 360 plus yard drives. So, ein schönes Par 4. Die Fahne steckt wieder mal links hinten drin. Vorne, nicht hinten. Links vorne. 461 Yards ist schon Distanz, aber wir spielen auch ganz schön bergrunter. Der Wind wird uns den Ball auf jeden Fall ein bisschen rübertreiben, aber wir können hier Mitte Fairway spielen, das ist ja auch gar kein Thema. Oh, er geht nach rechts. Da haben wir aber genügend Luft. 318 Carry macht 335 Yards. 335 Yards. Jetzt haben wir wieder dieses 50er. Diesmal mit Wind. Aber das ärgert mich, dass das wieder zu kurz war. Wir spielen Finesse. Und dann spielen wir das dahin. Ja, der Wind ist nicht so stark, dass er den sehr arg rübertreibt. Wir spielen den dahin. Okay. Er wird definitiv auch wieder ein bisschen. Ja, der wird eigentlich weniger spinnen. Wir probieren es so und ziehen jetzt mal hier ordentlich durch. Ja, der hat Spin.
Bleibt einfach liegen, okay? Aber ich denke, wir haben wieder eine Birdie-Chance. Now this for another birdie. Also ich sehe so gut wie kein Break, außer ganz am Anfang geht es ein bisschen nach links. So, das Ganze ist, wenn ich es richtig sehe, Level. So, ein bisschen mehr über rechts. Und dann haben wir eigentlich eine gute Chance aufs Birdie. Also ich sehe nicht, dass sich da groß was tut. Ah, yes, never in doubt. It's a birdie here at 15. So. Catapult him into the lead with just the 16th, 17th and 18th to play. So, das Matchplay hat eigentlich vorgesehen, dass wir erst an der 18. das Birdie spielen. Would that be greatest of all time or is it just because the possibility you could see old Billy out there here in the Canadian Rockies? I'd like to think it's the greatest of all time. I've never seen a goat hit a draw, that's why, and that's what's needed off this tee once again. The first bunker, you should easily be able to carry that, and if you're the greatest of all time, this is a fairway, you'll certainly hit. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen nach links, damit er uns, wenn er so lang läuft, mit Rückenwind nicht in den Bunker rennt. Deswegen auch noch ein kleines bisschen den Drang. Jetzt müssen wir echt gucken, dass wir den da ordentlich aufs Fairway bekommen. So, ja. Er nimmt die Kurve an. Das ist immer schon mal gut. Ja, und ich hoffe, dass er vom Bunker wegbleibt. Ja, das passt. Das passt sehr gut. Das höre ich immer am liebsten von ihm. Safely into the fairway. Das höre ich gerne. A nice round number here. An even 100 yards coming up for his second. Okay. 100 Yards. 60er. Mit Finesse. Das heißt, wenig Spin. Wir haben etwas Rückenwind, aber ich mache mir da immer ein bisschen trotzdem, dass er mir eigentlich zu kurz bleibt. Wo wollen wir den Ball haben? Rechts oder links vom Stock? Er springt ein bisschen nach links. Dann müsste es doch so passen. So, hat er Spin? And more evidence why the Corn Ferry Tour is such a great breeding ground. The iron play like that is good enough for any PGA Tour event. See if you can get this one to drop here at the 16th for a birdie. So, Level, es bricht. Also, rechte Lochkante sollte doch hoffentlich passen. This round finishing strong. Back-to-back birdies now at 15 and 16. And stop the presses if you've heard this before. He's well on his way to yet another victory on the year. Frank, as we make our way to the house, a chance here at the 17th, just 374 yards, a chance for a birdie. It certainly is. Anytime you see a hole today under 400 yards, a par four, that is, you know you're going to get a short iron. In your hand if you hit a good tee shot. Just avoid the bunkers left and right off the tee. Green does slope back to front, so it pitches nicely towards you, making that second shot of anything a little easier. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz ins Leaderboard und wir sehen, dass wenn wir da jetzt noch ein paar Pärchen spielen, das eigentlich nach Hause bringen könnten, ohne größere Probleme. Denn wir sehen, dass hier eigentlich im vorderen Bereich alle drin sind und minus drei, das heißt der Kollege. So, wer ist denn noch wo unterwegs? Hier ist noch einer unterwegs mit minus drei. Hier ist noch jemand, Harmon und Terry, minus drei an der 10. Okay. Ach du Schande, da ist einer erst gestartet an der 4. Ich schaue deswegen da rein, weil ich bin dann wirklich gespannt, wie sich das dann am Ende darstellt hier, dieses Leaderboard. Und das heißt, wir sollten doch noch schauen, dass wir vielleicht noch ein Birdie auf jeden Fall an der 18 spielen. Denn hier sind doch erst welche gestartet. Auch hier 12, 12, 11. Okay, minus 2 geteilte 15. Also da sind noch einige an der 3 und minus 2 today. Cornelius Scott. Okay,
Also wie gesagt, da sind einige noch unterwegs und zwar haben die noch viele, viele, viele Löcher zu gehen und das heißt mit der minus 7 heißt nicht, dass wir unbedingt hier schon gewonnen haben. Okay, 293, 376, das ist fast so ein drivable Par 4. So, okay, der Wind ein bisschen nach links, dann rennt er hier auf diesen Hügel eventuell zu und damit dürfte nichts anbrennen. Er bleibt mir zu weit rechts. Ja, nicht, dass wir noch ein Sandsafe spielen müssen. Nein, hervorragend. So, die 17. Was? Wir haben, doch eine Annäherung. Okay, eine Annäherung mit dem 60er. Vorhin waren wir, glaube ich, ein bisschen kürzer. Ich weiß es gar nicht. Macht er überhaupt da noch Spin? Der wird schon einiges an Spin machen. Schauen wir mal, ob uns das gleiche gelingt wie gerade eben. So, dass wir den hinter den Stock bringen und dann, dass er spinnt. Ah, good soft hands. That is nicely done. Ja, das würde mir immer gefallen, beim Backspin reinfallen. Das wäre natürlich nicht verkehrt. So, auch dieses Birdie ist machbar. Es geht etwas berghoch. Das Ganze über rechts. Aber dadurch, dass wir etwas mehr Speed geben, dürfte der nicht allzu viel brechen. Ah, ich wollte schon sagen, der liegt aus. Nein. Über rechts rein. Three birdies in a row. With just one hole remaining. Well, Frank, this sets up for an exciting finish here at Banff Springs, a 578-yard par 5. There's just about a bunker in play for every length of tee shot here, so know exactly which one you can carry and exactly which one you cannot reach. So, also wir wissen, dass hinter uns noch jede Menge gute Spieler kommen und das heißt, wir können uns nicht ausruhen jetzt auf einem Pärchen. Wir müssen jetzt wirklich nochmal versuchen, hier ein Birdie zu spielen, dass wir hier dranbleiben. 517 Yards, wo kommen wir denn hin, wenn wir hier, oh ja, der Drive, oh ja, da müssen wir schon richtig reinfaden. Ja, da müssen wir richtig Gas geben. Ich meine, wenn der hier auf dem Weg aufkommt, dann ist es auch schlecht. Da müssen wir wirklich reinfaden. Den müssen wir auf jeden Fall gucken, dass der an dem Bunker hier vorbeigeht. Der muss hier definitiv an dem Bunker vorbei. Ich meine, wir haben ja etwas Rückenwind. Das sollte ja helfen. Noch mehr faden. Noch ein bisschen rüber, noch mehr faden. Er nimmt die Kurve an. Jetzt hoffe ich, dass er über die Bunker, über den Weg rüberkommt. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. 295 Carry. 329 Yards in Summe und wir haben noch 244, aber das ist ein Hybrid, was er uns hier vorschlägt, weil die Fahne hinten drin steckt. Die Fahne steckt hinten drin, das wollen wir nicht. Wir wollen nur aufs Grün kommen. Ein Fünfer wird uns reichen, ich weiß es nicht. Das Fünfer rollt auf jeden Fall auch, das Vierer rollt definitiv stark. Das Vierer hoch angespielt, über rechts. Wir wollen nur aufs Grün. Das Vierer hoch angespielt, über rechts. Ja, komm, spring hoch und... Ah, das ist zu viel, das ist zu viel. Okay, jetzt müssen wir wieder schön pitchen. Frank couldn't get it to stop. Yeah, too good, too long, sadly. 12, 8. Das Ganze bricht ein bisschen rüber. Er wird etwas verlieren. 97, 100. Okay. Er wird etwas verlieren. Oh man,
absolutely can do no wrong. Dialed in, and that is an eagle, and this is a spectacular round of golf. Ah ja, jetzt rechnet er noch ein bisschen aus. Jetzt spielen alle noch. A terrific tournament for our featured player Frank, and it yields a fourth career victory. That's impressive. And we're starting to look at them through a totally different lens now, Rich. We know they're good enough. I remember Nick Price once saying he used to use the average of 5 career wins for every major championship. So they're knocking on the door. So for Frank Nabilo, Nota Begay III, and Diona Stephen, I'm Rich Lerner. We'll see you next time on EA Sports PGA Tour Golf. So, was soll ich jetzt dazu sagen? Die Jungs sind beeindruckt, impressive. Ja, natürlich, wenn hier Pepper Woods auf die Runde kommt, dann müssen sich die anderen immer ein bisschen warm anziehen. Also das fand ich jetzt richtig stark. Also da haben wir ein Finish hingelegt, ein richtig geiles Finish hier auf den letzten 4 Bahnen. 5 unter, das erinnert mich so ein bisschen, lass mich kurz überlegen, das war in Grandière auf der DP World Tour mit Marcel Sien, der am zweiten Tag beinahe den Cut nicht geschafft hat und dann aber auf den letzten Löchern richtig Gas gegeben hat. Ich glaube auch mit Birdie, Eagle, Birdie oder irgendwas und dann gerade noch den Cut, den noch reingerutscht ist. Also richtig wunderschönen Endspurt hier von Marcel Sien. Das war, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen hier in der Schweiz auf der DP World. So, und wir haben hier -10 in Summe gespielt, konnten hier tatsächlich das Feld dann von hinten aufrollen mit einer -10 und die Jungs haben dann hier noch ein bisschen Gas gegeben, das haben wir gesehen hier an der KI, aber das hat natürlich hinten und vorne nicht gereicht. Das heißt, wir haben wieder mal eine schöne, ausführliche Siegerehrung gesehen hier als Animation und haben einen weiteren Pokal und wir gucken jetzt mal an, was uns das Ganze jetzt am Schluss wieder mal bringt. End of Round, hervorragend, die Scorekarte, die gefällt einem so, eine möchte man sich immer gerne einrahmen. So, okay. Damit hätten wir die Canadian Championship auch gewonnen. Das bringt uns Tokens 200. Das heißt, pro Pass Level Up und bringt uns auch wieder ein paar Pünktchen und ein paar extra, ja, Points, Reward Points. Oder wir werden sehen, was uns das Ganze gebracht hat. Sehr schön. Ah, congratulations. By winning your third Korn Ferry Tour regular season event, you have earned a Battlefield promotion to the PGA Tour. Would you like to advance the PGA Tour or continue the Korn Ferry Tour season? Und ich persönlich würde sagen, weil wir auf jeden Fall hier die Plätze noch spielen wollen und ich möchte die Finals spielen und ich möchte definitiv auch noch auf jeden Fall die verschiedenen Spielmodis spielen, wo wir dann auch mal so eine Quick, also das heißt eben alle 4 Runden, aber im Quick Mode, was dann eben heißt, wir spielen nur ausgewählte Bahnen. Da bin ich auf jeden Fall mal drauf gespannt, wie sich dann das bewerkstelligt. Hier fand ich es jedenfalls interessant, dass wir hier gleich die Final Round spielen und dann eben hier am Ende sich dann die KI dann noch überlegt, wie sie dann eben die Punkte noch verteilt. Aber ich fand es jetzt interessant, dass wir erst jetzt, weil hier steht bei Winning the Third Korn Ferry Tour, weil wir haben doch eigentlich schon 3 Turniere gewonnen und das ist eigentlich das 4. Nun gut, sei es drum, ich werde nicht skippen zu der PGA Tour. Wir werden die Korn Ferry Tour auf jeden Fall durchspielen, ein bisschen zügiger, aber wir spielen sie durch, weil es gibt natürlich auch ein Challenge, dass man die Korn Ferry Tour gewinnt und dann gibt es auch extra Punkte und die würde ich natürlich gerne mitnehmen. Somit, continue. Und wir haben dann in der Woche 7 das nächste Event und zwar die Oregon Championship. Das heißt, es geht wieder zurück in die USA und dort gibt es dann 600 Punkte. Aber wir schauen jetzt mal, wie wir da stehen. Das müssten wir hier zu sehen bekommen und zwar die Korn Ferry Tour Rankings. 2206 Punkte haben wir und wir sind ganz, ganz vorne mit dabei. So, Events 4, gewonnen 2. Top 10 3. Also ich bin nicht ganz sicher, was das hier alles heißt und wie das zu bewerten ist. Es ist ein bisschen merkwürdig, so will ich es mal formulieren, da wir ja eigentlich 6 Events bereits gespielt haben und entsprechend die Punkte haben. Okay, aber nichtsdestoweniger, wir werden, denke ich, in den Finals auch ganz gut mit dabei sein. Das letzte Turnier vor den Finals ist also die Oregon Championship in Brandon Dunes Golf Resort. Okay,
Ich hoffe, es hat euch wieder mal ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es extrem Spaß gemacht. Und der Pitch am Ende, der war doch dann richtig cool hier aus dem Rough ins Loch direkt rein. Hole out zum Eagle an der 18. Also da hatte ich richtig Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch euch ein bisschen was gesehen oder abgeguckt für euer Spiel. Ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich hier wieder Kommentare schreibt und natürlich mir ein Däumchen gebt. Und was auch wichtig ist, falls ihr noch keine Abonnenten seid, lasst doch bitte ein Abo da. Es würde meinem Kanal wirklich helfen. Und ihr würdet zukünftig keine weiteren Videos mehr verpassen, wenn wir EA Sports PGA Tour auf der PlayStation 5 zocken. Okay, ich sage Dankeschön für eure Zeit. Und wir sehen uns dann in Oregon. Bis dahin wünsche ich euch allen ein schönes Spiel.